Herzlich willkommen zur weiteren Folge The Infected. Ja, ich habe mich dazu entschieden, dass wir gemeinsam unseren Loot verräumen. Machen wir erstmal die Tür auf und schauen erstmal, wo wir was brauchen. Eisenbarren, da hilft uns aktuell mal nichts. Wir gehen mal hier in unsere Lootkisten an sich rein. Wir werden auch mal die Seile ab. So ist denn hier eigentlich so viel Durcheinander drin? Muss ich jetzt auch mal sagen. Weißt du was? Wir machen es anders. Wir verarbeiten den Schmarrn gleich. Ich glaube, wir können doch damit direkt den Biotreibstoff herstellen, oder? Brauche ich dafür wirklich? Kann ich das nicht in der Werkbank? Oder brauche ich den Chemietisch jetzt da dafür? Moment, das finden wir doch gleich mal raus. Auch das geht. 3, 1, 2, 3. Da gibt es normalerweise so ein Bündelding. Herstellen. Und dann machen wir hier noch 1, 2, 3. Herstellen. Dann haben wir nämlich hier auch wieder ein bisschen mehr Platz drin. Wir können das mal hauptsächlich eigentlich hier so als Kohlekiste oder sowas nehmen. Da haben wir jetzt auch noch ein bisschen was. Das heben wir noch auf. Die Eisenbrocken. Und den Sand heben wir auch noch auf. Gut, das können wir hier reinpacken. Das, was wir mal hier noch reinmachen. Die Erze zum Schmelzen. Körner und so ein Zeug. Doch, warte mal. Ne, die haben wir draußen. Und das kommt rein. Da haben wir auch noch Blei und so ein Zeug drin und trockene Ziegel. Dann können wir das da noch reinpacken. Die Tücher können wir auch da oben hinpacken. Mal so. Packen wir auch die Schrauben und das Zeug hier rein. Wenn wir schon Öl hier drin haben, werden wir das auch gleich mit reinmachen. Aber die da kommen raus. Und dann werden wir das Zeug hier reinpacken. Das muss alles noch verarbeitet werden. Die Erde hier packen wir auch noch hier rein. Und dann packen wir hier gleich mal noch ein bisschen was raus. All den können wir mal drin lassen. Das kommt noch mit. Okay. Wir werden natürlich auch gleich ein bisschen was schmelzen. Je nachdem, was wir gerade noch brauchen. Wäre eigentlich schon Extraktor laufen? Ja, ich glaube schon. Müssen wir auch mal nachfüllen. So, das ist da drin. Das ist da drin. Das gibt es hier drin. Das da mal rein. Das kommt hier rein. Das große First Aid packen wir hier auch mal mit rein. Ich glaube, dann tun wir aber den Stoff hier mit raus. Treibstoff. Und die Nägel hier mit rein. Packen wir Stoffe hier rein.
Das kommt da mit rein. Die kommen hier auch mit rein. Das kommt da oben mit hin. Dann haben wir noch ein bisschen Alu. Oder werden wir mal den Angefangenen hier rausschmeißen. Dann ist das erstmal voll. Den schmeißen wir auch erstmal weg. Und dann kommt der ganze Schmarrn hier noch rein. Treibstoff wie immer. Lass mal da drinnen. Da haben wir, glaube ich, nichts mehr dafür. Das kommt hier noch rein. Das kommt rein. Die Tücher kommen hier rein. Die Knochen kommen hier rein. Die Federn kommen hier rein. Dann kommt das da rein und das da rein. Und das Öl kommt auch hier rein. Die Medikits, das lassen wir mal hier. Wie ist das hier? Ein bisschen Wasser haben wir noch drin. Drei, vier. Werden wir gleich mal wieder alles anzünden. Können wir nämlich auch gleich wieder Wasser abkochen. Können wir das auch hier runterpacken. Den hier rein, dann haben wir nämlich hier auch gleich nochmal ein paar Barren auf Reserve. Freue ich mich, wenn dann hier ein Wasserhaus steht. Das können wir jetzt ja bauen. Und dann die Wasserversorgung hier an der Base da ist. Natürlich auch Alu ist natürlich nicht verkehrt. Eine größere Trinkflasche. Aber da müssen wir mal abwarten. Wir gucken jetzt erstmal, was habe ich denn jetzt noch an Lebensmitteln dabei? Das Zeug können wir noch so essen. Es hält alles noch ein bisschen. Ja, die Leber hier nicht mehr wirklich. Lass die doch einfach mal braten und die Kartoffel schmeißen wir hier auch gleich mit drauf. Schade, das Ei kann ich nicht einfach so hinwerfen. Ist aber auch klar. Wie sieht's hier draußen aus? Oho. Jo. Okay. Der hat schon ein bisschen was gemacht. Das finde ich ganz geil. Nimm mal mit. Mal die mal da rein und machen wir hier draus halb. Einmal nachfüllen, einmal Ersatz. Auch mal wie immer da unten ins Eck. Und starten es gleich wieder. Nehmen wir gleich mal raus. Also ich finde die Ausbeute gar nicht verkehrt. Muss ich echt sagen. Da kommen wir mit einem eigentlich schon auch ganz schön weit. So, dann hier zweimal Alu rein, zweimal Kupfer, zweimal Kobalt. Was haben wir denn hier? Eisenregal ist nur fertig. Bretter und Nägel. Moment mal, Nägel haben wir noch ein paar. Und dann kommt hier noch was, ein bisschen was ins Alu-Regal rein. Haben wir eigentlich noch Bretter? Haben wir keine Bretter mehr? Und was brauchen wir hier eigentlich noch alles? Oh Gott, nee, Ziegel haben wir überall drin. Eisenbarren fehlen uns noch. Brauchen wir hier noch vier Stück. Okay. Das können wir hier noch schmelzen. 1, 2, 3 aktuell.
Die heben wir uns auf. Aus denen machen wir dann Stahl. Und zweimal Alu werden wir auch noch aufheben. Machen wir so. Warte mal, du müsstest sauberes Wasser für mich haben. Passt. So, wir waren jetzt hier auch bei der Verteidigung und allem, ne? Ich glaube, da haben wir gesagt, die lassen wir dann auch so, oder? Eisenbahn und Eisenbrocken, die sind gar nicht so teuer, muss man sagen. Da ist das Tor schon teurer. Oder aber die Holzverteidigung ist natürlich am einfachsten. Dann haben wir hier oben noch geplant, dass wir hier mit den Podesten arbeiten, oder? Da wollte ich aber, glaube ich, noch den Zaun umlegen. Okay, das wird schwierig. Werden wir wohl hier noch die innere Seite hinmachen und dann einmal durchziehen und da drin den Zaun ausrichten. Und dann hier unten nochmal ein Tor reinbringen. Schweinchen, mach keinen Scheiß. Aber wir gehen jetzt mal kurz nach oben. Und schauen mal, ob wir da ein paar Bretter oben haben. Bin mir nicht mehr sicher. Okay, wir haben gar nichts mehr da. Okay, okay. Jo, jo, jo. Also wir sind empty, was das angeht. Wir müssen wieder jede Menge Material ran schaffen. Aber dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen hell. Stimmt, da hängt ja auch noch Fleisch und alles rum. Ist hell draußen? Ich hoffe doch. Jo, perfekt. Sehen wir wieder ein bisschen mehr. So, dann machen wir jetzt aber als allererstes hier oben schnell die Planung. Dass wir das dann wenigstens schon mal richtig ausgerichtet haben, weil dann würde ich nämlich sagen, werden wir erstmal mit der Verteidigung nämlich dann anfangen. Hörst du jetzt hier gerade? Oh ja, und Pfeile müssen wir auch noch machen. Und da auch nochmal danke für den Hinweis, dass man ja die Büsche zu Sticks verarbeiten kann. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier rüberkommen oder ob ich noch mal eine Etage höher müsste. Ja, sieht so aus. Boah, nee, das ist aber gleich ein gewaltiger Sprung. Okay, jetzt kommen wir aber hiermit, kommen wir mit einem ganz rüber. Dann wird halt hier auch abgetrennt. Dann wird zwar hier unser Bereich ein bisschen kleiner. Aber wenigstens passt es dann ganz gut von der Aufteilung. Und ich glaube, wir haben das Raster ja von vorne rüber genommen. Also müsste das ja vom Winkel her eigentlich auch alles zusammenpassen. Obwohl. Passt das zusammen? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, dass das zusammenpasst, aber ehrlich nicht.
komplett aus der Flucht raus, oder? Ist es auch. Gut, dann gewinnen wir vielleicht doch wieder ein bisschen Platz zurück. Ja, gut, dass wir das jetzt nochmal überprüft haben. Weil ich möchte natürlich, dass das dann mit dem oberen Rahmen zusammenpasst. Sonst hätten wir das Ganze jetzt wieder abgerissen. Dann müssen wir echt hier hin. Aber das ist ziemlich hoch sogar. Das ist schon ziemlich hoch. Und wenn, dann müssen wir ja auch die Abteilung hin. Aber da komme ich nicht ran. Und hier unten wäre es zu wenig. Dann müssen wir uns hier Gedanken machen über eine andere Konstruktion. Da werden wir vielleicht die Verteidigungslinie ein bisschen anders gestalten. So, aber dann können wir wenigstens von beiden Seiten aus bauen, wie wir möchten. Hin. Du lässt mich in Ruhe, oder? Ah. Ja, dann werden wir das hier wirklich anders machen. Und zwar werden wir hier werden wir das hier nehmen. Mausrad drehen, ja, würde ich ja gerne. Okay. Dann ziehen wir den jetzt erstmal. Nee, den muss ich weiter runterziehen gleich von Anfang an. Sonstiges. So, einmal dahin. Ich glaube, dann machen wir das auf der Höhe. Dann müsste man nämlich dann überall hinkommen. Ja, doch nicht. Boah, das geht immer noch nicht. Das müsste so hinhauen. Dann da rein. Das ist immer noch das Schwein. Gut. Das geht jetzt nur von der Seite aus, oder was? Was ist das bitte für ein Schmarrn?
Ja, okay. Dann müssen wir halt hier ziemlich runter. Ungefähr so. Ist das jetzt perfekt zusammen? Mal den reißen wir auch noch mal ab, wenn wir schon dabei sind, wenn dann richtig. So, den da noch hin, den da hin und mit dem fahren wir hier rein. Und das werden wir dann hier abtrennen. So. Genau. So müsste nämlich dann das alles zusammenpassen. Da werden wir auch gleich den Zaun bauen, dass wir das wissen, dass das so fertig ist. Ist zwar jetzt ein bisschen Sisyphus-Arbeit gewesen. Aber ich sag mal, das machen wir ja auch bloß einmal. Und dann sind wir schon mal ein paar Bauaufträge wieder durch. Seile müssen wir auch jede Menge hinkriegen. Oh Gott, jetzt geht auch gleich wieder. Unsere Axt kaputt. Klar müssen wir hier noch eine zweite Reihe drüber ziehen. Aber das kriegt man hin. So, da fehlt jetzt noch einer und wir brauchen jetzt erstmal eine neue Steinaxt. Mit der werden wir auch gleich hier diese Sticks hier noch wegboxen. Weil die brauchen wir natürlich auch. Dann müssen wir auch keine Holzscheite mehr dafür verschwenden. Können unsere Lager füllen. Warte mal, du kommst auch gleich mit. Haben wir nämlich gleich wieder ein bisschen freien Ausblick. Und vor allem, wenn wir jetzt die Grenzen abstecken, dann können wir uns auch Material sparen, indem wir dann nur die wichtigen Abteile als allererstes mit verbesserten Materialien versorgen werden. Nicht überall anfangen.
Weil die Verteidigung ist ja eigentlich der wichtigste Punkt bei uns. Das passt. Ich sehe immer irgendwas im Augenwinkel sich bewegen. Ich weiß nicht, ob das immer noch das Schwein ist. Ah doch, das hört sich so an. Weil nicht, dass auf einmal irgendwann mal so ein Wolf oder sowas hinter uns steht. Und ich habe da gerade auch was anderes gesehen. Der Zwiebel. Wenn eine Zwiebel da ist, müssen wir sie natürlich gleich mitnehmen. Verbessertes Essen schadet uns dann auch nicht in Zukunft. Liegt jetzt da noch rum? Das war ja okay. So, die haben wir. Dann fehlt noch das hintere Abteil. Noch schnell verbauen. Dann gehen wir rein und machen ein paar Seile. Ich glaube, das hole ich so, dann können wir den Wagen voll mit nach vorne nehmen. Es fehlt eigentlich noch einer. Wie viel liegt hier noch? Zwei. Okay. So, den einen schmeißen wir hier gleich rein. Keine Angst, die Fundamente werden da nicht so stehen bleiben. Oh. Habe ich natürlich jetzt wieder super aufgepasst, ne? So, der da kommt noch rein. Und dann brauche ich noch 1, 2, 3 Steine. So, und jetzt ist natürlich die Warenlager noch nicht so weit. Dann packen wir die mal kurz hier rein. Warte mal, das könnten wir da auch reinpacken. Und dann können wir eigentlich hier schon mal ein paar Seile herstellen. Gut, und ich werde ein bisschen Material noch ranschaffen. Auch für oben. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge nochmal sehen, ob wir hier weitermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Tipps und Tricks für mich habt, gerne reinschreiben. Bin immer gern gesehen. Auch gerne ein Däumchen da lassen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch gerne ein kostenloses Kanal-Abo da lassen. Würde mich sehr freuen und unterstützen. Und euch jetzt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.